Sura 98, Al-Bayyin, der deutliche Beweis, offenbart zu Al-Madina, 8 Ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Im Namen Allahs, des Al-Abarmas, des Barmherzigen. Lam yakunil ladhina kafaru min ahli al-kitabi wal mushrikeen munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Diejenigen, die ungläubig sind unter dem Volk der Schrift und die Götzendiener, können von ihrem Irrtum nicht befreit werden, bis der deutliche Beweis zu ihnen kommt. Rasulun min Allah yatlu suhufan mutahharan. Ein Gesandter von Allah, der ihnen rein erhaltende Koranabschnitte verliest, in denen geradlinige Vorschriften enthalten sind. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ. Und die, denen die Schrift gegeben wurde, waren nicht eher gespalten, als bis der deutliche Beweis zu ihnen gekommen war. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Und doch war ihnen nichts anderes befohlen worden, als Allah treu in lauterem Glauben zu dienen und das Gebet zu verrichten und die Zakat zu entrichten. Und das ist die Religion der Gradlinigkeit. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَٰئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ. Wahrlich, jene, die ungläubig sind, unter dem Volk der Schrift und die Götzendiener, werden im Feuer der Jahannam sein. Ewig werden sie darin bleiben. Diese sind die schlechtesten der Geschöpfe. Innal ladhina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum khayrul bariyyah. Wahrlich, diejenigen aber, die glauben und gute Werke tun, sind die besten der Geschöpfe. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Ihr Lohn bei ihrem Herrn sind die Gärten von Eden, durcheilt von Bächen. Ewig und immer da werden sie darin verweilen. Allah ist mit ihnen wohl zufrieden, und sie sind wohlzufrieden mit ihm. Dies ist für den, der seinen Herrn fürchtet.